Ich begrüße Sie zum Video Symmetrien der Riemannschen Zeta-Funktion im kritischen Streifen. In diesem Video soll jetzt gezeigt werden, dass bei eventuell vorhandenen Nullstellen im kritischen Streifen gewisse Symmetrien vorliegen müssen. Und zwar fangen wir zunächst einmal an mit der Symmetrie bezüglich der Geraden z gleich 1/2. Also Symmetrie zur Geraden z gleich 1/2. Diese Gerade, die habe ich hier rechts im Bild schon einmal grün eingezeichnet, wie Sie sehen. Sie sehen hier dargestellt im Prinzip den kritischen Streifen. Und wir hatten ja in den letzten beiden Videos schon gezeigt, dass die Riemannsche Zeta-Funktion im kritischen Streifen auf der reellen Achse keine Nullstellen hat, als auch auf den Rändern des kritischen Streifen, die ich hier rot markiert habe, auch dort liegen keine Nullstellen vor. Und wir nehmen jetzt einmal an, Z0 sei irgendeine komplexe Nullstelle der Riemannschen Zeta-Funktion, die im kritischen Streifen liegen soll. Also sei Z0 eine komplexe Zahl mit der Eigenschaft, dass diese komplexe Zahl im kritischen Streifen liegt. Das heißt, der Realteil dieser komplexen Zahl Z0 muss größer als 0 sein, aber kleiner als 1. Und es soll gelten, dass diese Zahl eine Nullstelle sein soll der Riemannschen Zeta-Funktion. Also die Riemannsche Zeta-Funktion an der Stelle Z0 soll 0 sein. Das wollen wir hier einmal annehmen. Dann können wir jetzt einmal die Funktionalgleichung der Riemannschen Zeta-Funktion heranziehen, die ich hier oben rechts im blauen Kasten unter Punkt 1 noch einmal hingeschrieben habe. Hergeleitet wurde diese im Video Zahlentheorie Nummer 39. Und wenn wir dort einmal die Zahl Z0 einsetzen, dann erhalten wir auf der linken Seite die Riemannsche Zeta-Funktion an der Stelle 1 minus Z0 und entsprechend auf der rechten Seite dann Pi hoch minus Z0 multipliziert mit 2 hoch 1 minus Z0 multipliziert mit der Gamma-Funktion an der Stelle Z0 multipliziert mit der Cosinus-Funktion an der Stelle Pi mal Z0 dividiert durch 2 und schließlich noch multipliziert mit der Zeta-Funktion an der Stelle Z0. Nach unserer Annahme ist die Zeta-Funktion an der Stelle Z0 ja offensichtlich gleich 0. Das heißt, der letzte Faktor liefert 0. Und wir wissen, dass die komplexe Cosinus-Funktion nur reelle Nullstellen hat. Das bedeutet, die komplexe Cosinus-Funktion hat im Prinzip nur Nullstellen an den Stellen Pi halbe, 3 Pi halbe, minus Pi halbe, minus 3 Pi halbe. Aber da wir hier die reelle Achse ja ausgeschlossen haben, die habe ich hier rechts im Bild ja rot markiert, wie Sie sehen, kann Z0 keine reelle Zahl sein zunächst einmal. Und wir wissen auch noch, dass wenn Z0 eine reelle Zahl wäre, dass die dann zwischen 0 und 1 gerade liegen muss. Das ist ja die Voraussetzung hier gewesen. Und das bedeutet, auf jeden Fall kann diese Cosinus-Funktion kein Wert 0 ergeben, also muss ungleich 0 sein. Und wir wissen auch, dass die Gamma-Funktion für alle komplexen Zahlen zwischen 0 und 1 ebenfalls ungleich 0 ist und die ersten beiden Faktoren sind sowieso ungleich 0. Und das bedeutet letztendlich, dass dieses ganze Produkt hier offensichtlich den Wert 0 liefern muss. Und was bedeutet das jetzt? Das bedeutet doch offensichtlich, wenn die Zeta-Funktion an der Stelle Z0 eine Nullstelle hat, dann können wir sofort daraus schließen, dass wir eine weitere Nullstelle im Prinzip gefunden haben, nämlich an der Stelle 1 minus Z0. So, wenn wir uns einmal anschauen, wenn wir diese beiden Nullstellen mal addieren und den Mittelpunkt dieser beiden Nullstellen ausrechnen, den möchte ich hier mal mit m bezeichnen, also wir addieren diese beiden Nullstellen einmal und bilden den Mittelwert, dann sehen Sie, dann kommt hier gerade 1/2 raus. Das heißt, die beiden Nullstellen müssen auf jeden Fall symmetrisch liegen zur Geraden z gleich 1/2. Und diese Gerade, die habe ich hier grün eingezeichnet im kritischen Streifen, wie Sie sehen. Und vielleicht betrachten wir dazu auch gleich mal ein kleines Beispiel. Nehmen wir einmal an, dass die komplexe Zahl z0 gleich 0,2
plus i eine Nullstelle der Riemannschen Zeta-Funktion ist, also mit Zeta an der Stelle 0,2 plus i gleich 0. Das ist also nur eine Annahme, wie gesagt. Dann wissen wir auf jeden Fall, dass auch 1 minus z0, also 1 minus in Klammern 0,2 plus i, auch eine Nullstelle sein muss. Und wenn wir das ausrechnen, erhalten wir hier offensichtlich 0,8 minus i. Wo finden wir jetzt diese Nullstellen? Die möchte ich hier einmal einzeichnen in der komplexen Ebene. Z0 ist die Zahl 0,2 plus i. Das könnte vielleicht ungefähr hier sein. Das zeichne ich mal blau hier ein. Das sei die Nullstelle Z0. Dann haben wir aber eine weitere Nullstelle, die spiegelsymmetrisch im Prinzip oder symmetrisch zur dieser grün eingezeichneten Geraden liegt, nämlich bei 0,8 minus i. Und das wäre dann ungefähr vielleicht hier. Das wäre dann eine weitere Nullstelle der Riemannschen Zeta-Funktion unterhalb der reellen Achse, wie Sie sehen. Und die beiden Nullstellen Z0 als auch 1 minus Z0 liegen symmetrisch, wie Sie hier sehen, zur Geraden Z gleich 1/2. Im nächsten Schritt werden wir ja zeigen, dass die Riemannsche Zeta-Funktion symmetrisch zur reellen Achse ist, zumindest im kritischen Streifen. Das ist also der Punkt Nummer 2. Hier geht es jetzt um die Symmetrie. Die Symmetrie der Riemannschen Zeta-Funktion zur reellen Achse. Und dazu benutzen wir jetzt die Fortsetzung der Riemannschen Zeta-Funktion für komplexe Zahlen mit Realteil größer als 0, die wir im letzten Video hergeleitet haben. Die sehen Sie hier auch noch einmal in dem blauen Kasten unter Punkt Nummer 3 hingeschrieben. Ich rahme sie hier einmal ein. Diese Fortsetzung der Riemannschen Zeta-Funktion, wie gesagt, gilt für alle komplexen Zahlen mit Realteil größer als 0. Und was ich jetzt machen möchte, ist, ich möchte zunächst einmal dieses Integral, was in dieser Fortsetzung auftaucht, also das Integral von 1 bis unendlich über h von x dividiert durch x hoch z plus 1 dx aufspalten in Realteilen und Imaginärteil. Und dazu betrachten wir uns einmal den Nenner im Integranten, nämlich x 1 dividiert durch x hoch z plus 1. Ich möchte jetzt hier die komplexen Zahlen bezeichnen, nicht wie üblich mit x plus i y, sondern mit a plus i b. Und das hat folgenden Grund, weil die Variable x ja schon vergeben ist, wie Sie sehen. Die Variable x tritt hier ja gerade im Integranten auf. Deswegen benutze ich jetzt hier die alternative Darstellung einer komplexen Zahl. Also z soll a plus i mal b sein. Und wir betrachten jetzt einmal konkret den Ausdruck 1 dividiert durch x hoch z plus 1. Das können wir dann ja zunächst einmal schreiben als x hoch, ja, und z ist ja a plus i b. Plus 1 haben wir dann noch dort stehen. Und jetzt wende ich die Rechenregeln für Potenzgesetze an. Sie können dafür auch schreiben, das ist dasselbe wie 1 durch x hoch a plus 1 einmal multipliziert mit x hoch i b. Das x hoch ib, was hier im Nenner steht, das kann ich aber auch in den Zähler hineinschreiben. Dann erhalten wir x hoch minus ib. Ich habe hier also wieder ein Potenzgesetz verwendet, wie Sie sehen. Und nun kann ich x hoch ib auch x hoch minus ib auch umformen mit Hilfe des Logarithmus und der Exponentialfunktion. Wir können dafür auch schreiben, das ist dasselbe wie e hoch minus ib multipliziert mit ln von x. Und wenn wir uns jetzt noch an die Eulersche Formel erinnern, dann können wir dafür auch schreiben, das ist 1 dividiert durch x hoch a plus 1 multipliziert mit, ja, und e hoch minus ib mal ln x lässt sich dann schreiben als Cosinus von b mal ln x minus i mal Sinus von b mal ln x. Das heißt also, wenn wir jetzt die Riemannsche Zeta-Funktion betrachten, also die Zeta-Funktion an der Stelle z, dann hätten wir also zunächst einmal den Summanden 1/2, dann kommt 1 dividiert durch z minus 1 und dann kommt minus z. Und jetzt kommt das Integral und das Integral spalte ich jetzt auf in zwei Integrale und einmal über den Realteil. Das wäre also das Integral von 1 bis unendlich über den Integranten, also h von x. Und wenn wir den Realteil vom Nenner jetzt nehmen, das wäre also gerade x hoch a plus 1 multipliziert mit Cosinus von b mal ln x d.
DX. Dann geht es weiter mit den Imaginärteilen und aufgrund dieses Minuszeichens, was hier steht, das ziehe ich einmal vor das Integral, i auch, dann erhalten wir also minus i mal das Integral von 1 bis unendlich über h von x dividiert durch x hoch a plus 1, multipliziert das Ganze mit Sinus von b mal ln x dx. So, das rahme ich vielleicht gleich einmal ein. Diese Formel werden wir gleich noch einmal benötigen. Die rahme ich hier vielleicht einmal rot ein. Und was wir jetzt machen werden im nächsten Schritt ist, wir werden jetzt diese Darstellung der Riemannschen Zeta-Funktion einmal betrachten für konjugiert komplexe Zahlen. Das heißt, ich setze jetzt hier in diese Formel einfach ein z quer einmal. Dann erhalten wir ja 1/2. Wir müssen jetzt auf der rechten Seite also jedes z durch z quer setzen. Also 1/2 plus 1 durch z minus 1, also z quer minus 1 genau genommen. Dann geht es weiter mit minus z quer. Multipliziert, jetzt kommt das Integral und bedenken Sie, wenn z als a plus ib festgesetzt worden ist, das schreibe ich hier oben nochmal hin, dann ist ja offensichtlich z quer gerade die konjugiert komplexe Zahl und die wäre a minus ib. Das können wir aber auch schreiben als a plus i mal minus b. Das heißt, Sie müssten in dieser Formel jetzt einfach nur das b durch minus b ersetzen. Dann erhalten wir also zunächst einmal das Integral von 1 bis unendlich über h von x dividiert durch x hoch a plus 1 multipliziert mit Cosinus von minus b. Aber bedenken Sie, das schreibe ich vielleicht zunächst einmal hier hin, bedenken Sie, dass die Cosinusfunktion eine gerade Funktion ist. Das heißt, Cosinus von minus b mal ln x ist dasselbe wie Cosinus von plus b mal ln x. Das heißt, das Minuszeichen kann ich hier auch wegnehmen. Dann geht es weiter mit minus i mal dem Integral von 1 bis unendlich über h von x dividiert durch x hoch a plus 1 und wir müssen im Sinus jetzt das b auch durch minus b ersetzen. Also haben wir stehen minus b mal ln x zunächst einmal und wir wissen aber, dass die Sinusfunktion eine ungerade Funktion ist. Das heißt, Sinus von minus x ist ja dasselbe wie minus von Sinus x. Das heißt, dieses Minuszeichen nehme ich jetzt hier einmal weg aus der Sinusfunktion und bringe das vor das Integral, sodass vor dem Integral dann nicht minus i steht, sondern plus i. So, was ich jetzt im nächsten Schritt machen werde, ist, ich werde jetzt betrachten, was erhalten wir eigentlich, wenn wir die Zeta-Funktion einer konjugiert komplexen Zahl z quer betrachten und konjugieren diese ganze Funktion. Dann müssen wir die Konjugation ja über die ganze rechte Seite dieser Formel ziehen und wenn wir jetzt noch einmal die Rechengesetze uns anschauen für die Konjugation komplexer Zahlen, die habe ich hier ebenfalls rechts oben in dem blauen Kasten unter Punkt Nummer 2 hingeschrieben. Den Beweis dieser Rechenregeln finden Sie im Video Nummer 13 in der Analysis 1. Also wichtig hierbei ist, wenn Sie eine komplexe Zahl, eine konjugierte komplexe Zahl nochmals konjugieren, kommt die komplexe Zahl z selber wieder raus. Die Konjugation über eine Summe zerfällt dann in die Konjugation der einzelnen Summanden, wie Sie sehen. Und die Konjugation über ein Produkt zerfällt dann in die Konjugation jeder einzelnen Faktoren. Und ganz wichtig ist hier, wenn Sie die Konjugation von 1 dividiert durch z betrachten, das sehen Sie am Punkt Nummer c, dann können Sie die Konjugation einfach in den Nenner hineinbringen. Und diese vier Gesetze, die werde ich jetzt hier verwenden, um jetzt hier weiterzukommen. Das bedeutet also, zunächst einmal müssen wir jeden einzelnen Summanden hier konjugieren. Das heißt, 1/2 bleibt 1/2, der ist ja sowieso reell. 1 dividiert durch z konjugiert minus 1, ja, da haben wir eben gesehen, das gibt dann 1 geteilt durch die Konjugation des Nenners. Da steht ja im Nenner z konjugiert minus 1. Wenn Sie das konjugieren, erhalten Sie z minus 1. Dann geht es weiter mit minus, ja, z konjugiert, nochmals konjugiert, gibt wieder z, multipliziert. Und jetzt müssen wir die Konjugation des Inhalts der eckigen Klammer bestimmen. Und das bedeutet letztendlich nur, dass sich das Vorzeichen hier umdreht.
zwischen diesen beiden Integralen. Das heißt, Sie halten hier das Integral von 1 bis unendlich. Ja, ich schreibe das mal kurz. Hier habe ich ein dx hier oben vergessen, sehe ich gerade. Entschuldigung, das kann manchmal passieren. Ich schreibe das mal in der Kurzform hin. Sie halten also das Integral von 1 bis unendlich dx über diesen Integranten, den ersten, dann minus i mal das Integral von 1 bis unendlich über den Integranten, der im zweiten Integral steht, dx. Und wenn Sie dieses Integral oder die beiden Integrale mal vergleichen mit der rot eingerahmten Formel, dann sieht man hier offensichtlich, das ergibt gerade die Theta-Funktion an der Stelle z. Das bedeutet also, was haben wir gezeigt? Wir haben gezeigt, dass die Theta-Funktion an der konjugiert komplexen Zahl z quer, und wenn Sie das Ergebnis konjugieren, dass das gerade die Theta-Funktion an der Stelle z ist. Das können wir aber auch äquivalent umformen, indem Sie diese Gleichung, die hier links steht, nochmals konjugieren. Dann hätten Sie links ja stehen die Theta-Funktion an der Stelle z quer, und auf der rechten Seite würde dann stehen die Theta-Funktion an der Stelle z konjugiert. Für was kann man das Ganze jetzt ausnutzen, kann man sich einmal fragen. Und zwar nehmen wir einmal an, das schreibe ich mal hier hin, Annahme, und zwar wir nehmen einmal an, dass eine Zahl z0, die im kritischen Streifen liegen soll, eine Nullstelle der Zeta-Funktion sein soll. Und das bedeutet doch offensichtlich, das ist doch äquivalent dazu, wenn ich jetzt diese Gleichung, also die Annahme, konjugiere, dann erhalten Sie da auf der linken Seite die Zeta-Funktion an der Stelle z0 konjugiert, müsste gerade die 0 konjugiert sein. Aber wir wissen, 0 konjugiert ist wieder 0. Und nun benutze ich die Regel, die wir hier eben gerade hergeleitet haben. Ich rahme sie noch einmal ein und diese Formel werde ich jetzt verwenden. Ich wende sie also auf die linke Seite hier an. Dann muss das offensichtlich dasselbe sein wie die Zeta-Funktion an der Stelle z quer 0. Die 0 habe ich ja. So, das heißt also, wenn z0 eine Nullstelle der Zeta-Funktion sein sollte, dann muss die konjugiert komplexe Zahl z0 quer ebenfalls eine Nullstelle sein. Das machen wir uns vielleicht wieder einmal klar in einem Beispiel, und zwar greife ich dazu einmal das Beispiel von oben wieder auf. Dort hatten wir ja angenommen, dass z0 gleich 0,2 plus i eine Nullstelle ist, dann können wir jetzt sofort hieraus schließen, mit der Regel, die wir eben rausgefunden haben, dass auch z0 quer eine Nullstelle sein muss. Und z0 quer ist gerade 0,2 minus i. Und wir haben oben im Beispiel gesehen, aus der Symmetrie, aus der ersten Symmetrie, dass auch wenn z0 eine Nullstelle ist, haben wir gesehen, dass auch 1 minus z0 eine Nullstelle sein muss. Und das war ja gerade 0,8 minus i. Und aus dem Gesetz, was wir eben rausbekommen haben, erhalten wir dann, dass auch 1 minus z0 quer ebenfalls eine Nullstelle sein muss. Und das wäre hier 0,8 plus i. Das bedeutet insbesondere, kennen Sie eine einzige Nullstelle im kritischen Streifen, dann kennen Sie auch automatisch drei weitere. Also wenn z0 eine Nullstelle ist, damit ist z0 quer eine Nullstelle, sowie 1 minus z0 als auch 1 minus z0 quer. Vielleicht zeichnen wir das Ganze jetzt einmal noch hier oben in den Graphen mit ein, in den kritischen Streifen oder im kritischen Bereich. Also wenn z0 war ja hier, das steht hier unten noch, nämlich 0,2 plus i ist eine Nullstelle, dann wissen wir, dass z0 quer, also 0,2 minus i, ebenfalls eine Nullstelle sein muss. Die zeichne ich mal hier unten ein. Das wäre z0 quer. Und wir wissen auch, dass 1 minus z0 eine Nullstelle war. Das sehen Sie hier noch, das war 0,8 minus i. Dann muss auch die konjugierte Zahl, nämlich 0,8 plus i, ebenfalls eine Nullstelle sein. Das wäre also 1 minus z0 konjugiert komplex.